Vorsitzenden, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, dem Bayerischen Landtag, meine Damen und Herren Stadträte, verehrte Gäste, liebe Parteifreunde. Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die freundliche Einladung zu diesem traditionellen Neujahrsempfang und für die besonders liebenswürdige Begrüßung. An der historischen Veranstaltung am 6. Januar 1946 habe ich nachweislich meiner Geburtsurkunde noch nicht teilnehmen können. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute dabei sein kann. Und ich will die Gelegenheit gerne nutzen, Ihnen allen ein gutes, gesundes, erfolgreiches, glückliches neues Jahr zu wünschen. Und ich will den Versuch unternehmen, vielleicht ein paar Anmerkungen zu den Perspektiven zu machen, mit denen wir jedenfalls politisch in dieses neue Jahr 2016 gehen. Dazu bietet sich das Dreikönigsfest in einer besonderen Weise an, weil man gewissermaßen dem virtuellen Stern folgt, auf der Suche nach Orientierung, in dem Bemühen, Ziele zu markieren, vielleicht auch mit Blick auf Ziele, die einem wichtig sind, Verpflichtungen deutlich zu machen, jedenfalls Verantwortung, die damit verbunden sind. Im vergangenen Jahr haben wir an den 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges erinnert und an den 25. Jahrestag der Wiederherstellung der deutschen Einheit. Das sind zwei herausragende historische Daten, die, wie sich leicht erkennen lässt, in einem engen Zusammenhang zueinander stehen und bei denen wir jeweils nicht nur, aber ganz besonders mit Blick auf Deutschland, aber auch darüber hinaus von historischen Zäsuren reden können und reden müssen. Selten haben sich die politischen Verhältnisse und damit auch die Lebensverhältnisse vieler Menschen innerhalb kurzer Zeit so einschneidend verändert, wie das durch den Zweiten Weltkrieg und sein Ergebnis der Fall war und wie das dann ein halbes Jahrhundert später durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit der Fall gewesen ist, die, wie wir alle wissen, ein unmittelbares Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war. Das ist inzwischen erst ein halbes Jahrhundert, aber schon wieder ein halbes Jahrhundert vorbei. Inzwischen ist die erste Generation von jungen Leuten herangewachsen, auch wahlberechtigt geworden, die in ihrer Biografie nie andere Verhältnisse kennengelernt hat, als die, die wir heute in Europa haben. Ein vereintes Deutschland, das mitten in einem zusammenwachsenden Europa liegt, das sich aus inzwischen 28 Staaten West-, Mittel- und Osteuropas zusammensetzt, in dem wir zum ersten Mal überhaupt in der europäischen Geschichte ausnahmslos überall demokratisch gewählte Regierungen im Amt haben. Dieser Zustand ist neu. Und er ist, woran wir nun gerade am Jahreswechsel 2015-2016 unangenehm erinnert werden, nicht ganz so stabil, wie wir uns das wünschen würden, sondern er ist wiederum erkennbar, an der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger, deutlich erkennbar, durch Entwicklungen gefährdet, herausgefordert, mit denen wir uns nüchtern auseinandersetzen müssen. Ich würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren mit dem gebotenen zeitlichen Abstand, den man für solche Beurteilungen braucht, Historiker einmal sagen werden, dass die Jahre 2014, 15, 16 die nächste historische Zäsur in der Entwicklung Europas gewesen sind.
dass ich in diesem Zeitraum 25 Jahre nach der großen Systemtransformation in Europa, die zum Zusammenbruch der kommunistischen autoritären Regime in Mittel- und Osteuropa geführt hat, zur Auflösung des Warschauer Paktes, dass ich 25 Jahre danach Europa und die Welt um Europa herum in einer neuen nachhaltigen Weise neu sortiert hat. Jedenfalls gibt es eine Reihe von mehr als nur aktuellen und schon gar mehr als nur oberflächlichen jüngeren Entwicklungen, die die Vermutung nahelegen, dass wir nicht in Routinezeiten leben, sondern in Zeiten mit neuen, ganz besonderen Herausforderungen. Ich will vier nennen. Die eine große Herausforderung, mit der wir zu tun haben, ist die Erfahrung einer Herausforderung, einer Gefährdung der europäischen Friedensordnung, von der wir uns 1990 eingebildet hatten, dass sie nun ein für alle Mal gesichert sei. Wenige Wochen nach dem Vollzug der deutschen Einheit im Oktober 1990 haben in der sogenannten Charta von Paris im Dezember des gleichen Jahres ausnahmslos alle europäischen Staaten, dazu die damals noch existierende Sowjetunion, dazu die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, mit anderen Worten die früheren Unterzeichnerstaaten der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sich in einer feierlichen Charta auf die Prinzipien verständigt, die für die Zukunft das Verhältnis der Staaten auf diesem Kontinent zueinander bestimmen sollte. Und zu diesen Prinzipien gehörte und gehört die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, die Unverletzlichkeit bestehender Grenzen, das Prinzip der territorialen Souveränität der in Europa existierenden Staaten. Soweit, so gut, haben wir gedacht, auch sicher gemeint. Und wir wissen spätestens seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und seit der anhaltenden Herausforderung in der Ostukraine, dass diese post-sowjetische europäische Friedensordnung nicht ein für alle Mal gesichert ist. Dass sie sich nicht von selbst erhält, sondern dass sie in einer mal mehr und einer mal weniger auffälligen Weise nach wie vor herausgefordert. Und natürlich ist uns bewusst, denke ich jedenfalls, dass da, wo solche Herausforderungen stattfinden, sie nicht nur eine Herausforderung der unmittelbar Betroffenen sind, sondern eine Herausforderung für alle diejenigen, die sich in dieser Charta auf diese Prinzipien verständigen. Wir haben zweitens in den letzten Monaten unangenehme Erfahrungen zur inneren Verfassung der Europäischen Gemeinschaft gemacht. Dazu haben meine Vorredner ja auch schon einige Hinweise gegeben. Auch und gerade die leidenschaftlichen Europäer, zu denen nicht nur Bernd Posselt gehört, den ich besonders herzlich begrüßen möchte. Leidenschaftlichen Europäer werden sich schwer tun, am Beginn dieses Jahres 2016 zu sagen, Europa befindet sich in einer guten Verfassung. Im Gegenteil, weder der Blick auf Entwicklungen in manchen Mitgliedstaaten, auch und gerade in manchen Nachbarstaaten Europas, gibt Anlass zur Besorgnis. Und der für mich mindestens so große, vielleicht noch größere Anlass zur Besorgnis ist die erkennbare Neigung von immer mehr Staaten,
in wichtigen Aufgaben und Herausforderungen, die wir bei vernünftiger Betrachtung, wenn überhaupt nur gemeinsam bewältigen können, sich in nationalstaatliche Wagenburgen zurückzuziehen und den vielleicht gut gemeinten, aber nicht erfolgversprechenden Versuch zu unternehmen, dass jeder sein eigenes Ding macht, in der treuherzigen Vorstellung, dadurch käme eine überzeugende europäische Lösung zustande. Diese Versuchung ist übrigens auch in Deutschland zu erkennen. Sie schlägt sich übrigens auch in Umfragen nieder. Sie schlägt sich auch in erkennbaren, veränderten Parteipräferenzen nieder. Ich sage das nur deswegen, um der möglichen Illusion vorzubeugen, dass dies zwar ein besorgniserregender Punkt sei, mit dem wir aber glücklicherweise nichts zu tun hätten. Auch wir haben damit zu tun, auch wir müssen uns damit auseinandersetzen und müssen die Fragen beantworten, die sich aus solchen Reflexen, aus solchen Neigungen erkennbar ergeben. Die dritte, ganz sicher auch nachhaltige Herausforderung unseres Landes und Europas ist die große Flüchtlingsbewegung, mit der wir nun seit einigen Monaten zu tun haben und ganz sicher noch eine beträchtliche Zeit zu tun haben werden. Jedenfalls spricht nichts für die Vermutung, dass dies ein Thema des Jahres 2015 war, das uns aber im Jahr 2016 glücklicherweise nicht mehr beschäftigen wird. Ganz im Gegenteil. Zumal, wie wir ja auch alle wissen, wir hier mit einem gigantischen weltweiten Problem zu tun haben, dessen Dimension allein darin zum Ausdruck kommt, dass nach den Statistiken der Vereinten Nationen, der Weltflüchtlingsorganisation, im vergangenen Jahr nicht weniger als 60 Millionen Menschen auf der Flucht waren. 60 Millionen. Übrigens mal nur nachrichtlich und zum Sortieren von eigenen Aufgaben und Problemen und auch damit verbundenen Optionen. Unter den 10 Ländern, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, befindet sich kein einziges europäisches Land. Wir reden hier also über eine Größenordnung eines Problems, das man gar nicht ernst genug nehmen kann und das natürlich alle Anstrengungen, alle intellektuellen, alle politischen, alle gesellschaftlichen Anstrengungen nicht nur rechtfertigt, sondern zwingend notwendig macht, wenn wir dieses Problem mit Aussicht auf Erfolg und mit Anstand, wobei das eine nicht durch das andere ersetzen lassen möchte, bewältigen wollen. Und schließlich haben wir viertens zu tun mit einer in dieser Form auch bislang beispiellosen Herausforderung, mit einem internationalen Terrorismus, der in Gestalt eines sogenannten Islamischen Staates in unserer unmittelbaren europäischen Nachbarschaft, aber auch in Europa selbst auftritt, und von dem man zunächst mal festhalten muss, dass dieser sogenannte Islamische Staat weder ein ernstzunehmender Staat noch eine ernstzunehmende Religionsgemeinschaft ist, sondern ein brutales, menschenverachtendes Terrorregime. Ich vermute, Sie stimmen meiner Einschätzung zu, dass uns nichts fehlen würde, wenn wir mit diesen vier Themen nichts zu tun hätten. Aber wir haben damit zu tun. Und für alle vier Themen gilt, dass selbst dann, wenn man kunstvoll begründen kann, warum wir jedenfalls ursächlich mit diesen Problemen tatsächlich oder scheinbar nichts zu tun haben, wir jedenfalls von den Auswirkungen dieser Problem ganz handfest betroffen sind, und in München muss ich das noch weniger erläutern als irgendwo sonst in der Republik, weil Sie mit diesen Themen gerade in den letzten Monaten wiederum in einer Weise zwangsläufig befasst gewesen sind, die vermutlich zu der gleichen Schlussfolgerung führt,
Es hätte den Münchnerinnen und Münchnern, auch nichts gefehlt, wenn das im letzten Quartal des Jahres nicht hier am Hauptbahnhof und weit darüber hinaus als große Aufgabe auf die Bevölkerung zugekommen wäre. Aber das Problem stellt sich nun mal. Und wenn es sich stellt, dann gilt für die Politik wie fürs richtige Leben, die am wenigsten aussichtsreiche Strategie ist, sich wegzuducken und zu sagen, da will ich nichts zu tun. Sondern wenn überhaupt, muss man eine Lösung finden, um mit der tatsächlichen Herausforderung auch fertig werden zu können. Nun weiß ich, dass nicht nur in bayerischen Festzellen die Geduld der Zuhörer, was die Länge von Reden angeht, etwas ausgeprägter ist, als ich das aus anderen Teilen der Republik gewohnt bin. Auf der anderen Seite vermute ich stark, dass Sie jedenfalls für die zweite Hälfte des Tages noch andere Vorstellungen für die Gestaltung des heutigen Dreikönigsfestes haben. Und deswegen setze ich mal Ihr Einverständnis voraus, dass ich gar nicht erst den Versuch unternehme, alle diese vier genannten Themen gleichzeitig und vollständig und womöglich mit allen damit verbundenen denkbaren operativen Konsequenzen der Reihe nach durchzudeklinieren, sondern dass ich mich vor allen Dingen auf das Thema konzentriere, das ja nicht nur im Augenblick wie hier in München und im Freistaat Bayern in besonderer Weise betrifft, sondern auch und gerade die Bundespolitik. Und das, wie ich schon angedeutet habe, wie auch Johannes Inkhorhammer in seiner Begrüßung deutlich gemacht hat, sowohl ein bayerisches wie ein deutsches, aber natürlich auch ein europäisches Problem ist und wir eine gemeinsame Vorgehensweise finden müssen, die uns in die Lage versetzt, dieses Problem, ich sage das nochmal, mit Anstand und erfolgreich zu bewältigen. Nun wissen wir ja alle, dass bei denen, die nach Deutschland gekommen sind in den vergangenen Wochen und Monaten und bei denjenigen, die nach wie vor Tag für Tag nach Deutschland kommen, Menschen ganz unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Bildung und Qualifikation, auch mit ganz unterschiedlichen Motiven gekommen sind. Sodass allein unter dem Gesichtspunkt dieser offenkundigen Verschiedenartigkeit sich leider die Überlegung relativ schnell erledigt, das könnte man mit einem genialischen Befreiungsschlag gewissermaßen kurzfristig erledigen. Im Gegenteil, wir reden über so viele durchaus unterschiedliche und gleichzeitig stattfindende Sachverhalte, dass wir dafür auch zweifellos unterschiedliche Regelungen brauchen. Das macht die Diskussion nicht leicht. Das erklärt im Übrigen auch die Ungeduld eines beachtlichen Teils in der Bevölkerung. Und ich zögere keinen Augenblick zu sagen, so sehr mich nach wie vor außerordentlich beeindruckt, gelegentlich auch begeistert, wie in München und an vielen anderen Plätzen in der Republik in den letzten Wochen und Monaten Hunderttausende von Menschen ohne Mandat, ohne rechtliche Verpflichtung, ohne Anspruch auf Entschädigung, mit unglaublichem Einsatz von Zeit und Energie, teilweise auch von privatem Geld, diese Herausforderung angenommen haben. Das gehört zu den stillen Ruhmesblättern der jüngeren deutschen Geschichte. Und ich werde aus guten Gründen in der Münchner Stadtgeschichte eine noch prominentere Rolle spielen, als das in der Geschichte mancher anderen deutschen Großstadt der Fall sein mag. Aber wahr ist natürlich auch, dass diese Willkommenskultur, so nötig und so beeindruckend sie ist, alleine nicht die Probleme darstellt. Schon gar nicht. Wenn unklar bleibt, wie lange denn dieser Zustand andauern könnte und mit welchen Größenordnungen wir in einem nicht absehbar langen Zeitraum zu tun haben. Und deswegen kommt es sehr darauf an, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also nicht einen virtuellen Wettbewerb zulassen zwischen denjenigen, die begeistert sind, wie gut wir damit umgehen,
und denjenigen, die auf Probleme aufmerksam machen, die sich aus diesem Zustand und den nicht vorhandenen belastbaren Regelungen ergeben. Unser Bundespräsident Joachim Gauck hat das vor ein paar Wochen mal in einer Rede, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat da gesagt, nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß, er wünsche sich, dass die Begeisterten und die Besorgten sich nicht mit wechselseitiger Polemik begegnen, sondern in einem konstruktiven Dialog um gemeinsame Lösungen. Das macht die Sache ziemlich gut deutlich. Weder die Begeisterung alleine wird reichen, noch die Artikulation von Besorgnissen. Das eine ersetzt das andere nicht. Wir müssen beides gleich ernst nehmen. Wir müssen auch beides in gleicher Weise zulassen, möglich machen, aufrechterhalten. Und was mir in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen ist, auch bei einem natürlich in solchen Auseinandersetzungen schwer vermeidbaren, reflexhaften Reagieren auf diesen neuen Sachverhalt, auf diese neue Beobachtung, auf diese Besorgnis und auf diese tolle Erfahrung, ist die Klärung der Rahmenbedingungen, unter denen wir die geeignete und belastbare Lösung suchen müssen und nach meiner Überzeugung auch finden können. Es gibt zwei Grundsatzfragen in dem Zusammenhang, die sich relativ simpel anhören, aber in der Anwendung auf dieses Problem durchaus anspruchsvoll sind. Die eine Grundsatzfrage lautet: Was wollen wir eigentlich? Mit Blick auf Flüchtlinge und deren Aufnahme. Wissen wir, was wir wollen? Und die zweite Grundsatzfrage lautet: Was können wir? Und auch diese beiden Fragen sind nicht wechselseitig kompensierbar. Die Frage nach dem Wollen ersetzt die nach dem Können nicht. So wie allerdings die Frage nach dem Können sich fast von selbst erledigt, wenn nicht geklärt ist, was wir eigentlich wollen. Was können wir wollen? Oder was wollen wir können? Ja, meine Damen und Herren, es kann durchaus sein, dass es Dinge gibt, die wir wollen, aber schlicht nicht können. So wie es umgekehrt auch Beispiele dafür gibt, dass wir Dinge könnten, die nur deswegen nicht stattfinden, weil wir sie offensichtlich nicht wollen. Und deswegen nochmal, ist die Klärung der Frage wichtig, was wollen wir eigentlich im Zusammenhang mit diesem riesen Zustrom von Menschen, die nach Deutschland kommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen Motiven, unterschiedlichen Qualifikationen und unterschiedlichen Zukunftsperspektiven. Und was können wir im Zusammenhang mit dem, was wir uns eigentlich vorstellen?